Skirtsteak mit Avocado, Saumfleisch, Butter, kleine Chilis, Avocados, Koriander, etwa 45 OG schweres Stück Saumfleisch vom Rind in zwei Teile schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. 5 OG Butter in eine Pfanne erhitzen, sobald sie brutzelt und anfängt zu schäumen, das Fleisch hineingeben und von jeder Seite etwa 3 Minuten anbraten, bis es kräftig Farbe angenommen hat, aber innen noch leicht rosig ist. Aus der Pfanne nehmen, auf einen vorgewärmten Teller legen und mit einer umgedrehten Schüssel oder einem Stück Alufolie abdecken. 3 kleine verschiedenfarbige Chilischoten halbieren, entkernen und feinschneiden, in den Säften der Fleischpfanne bei mittlerer Temperatur dünsten, bis sie anfangen, weich zu werden. 2 Avocados halbieren, entkernen, mit einem Löffel aus der Schale lösen und grob hacken. Zu den gedünsteten Chilis geben und mit einer Gabel grob zerdrücken, damit die Avocados den Fleischsaft aufnehmen. Die Blätter von ein paar Korianderzweigen abzupfen, in die Pfanne geben und vorsichtig unterziehen. Die beiden Fleischstücke in dicke Scheiben schneiden und mit der Vaen Chili Guacamole servieren. Wenn nötig, mit etwas grobem Meersalz nachwürzen. Für 2 Personen. Lass Fleisch während des Bratens praktisch ständig mit den buttrigen Pfennigsäften belöffeln. Vor dem Aufschneiden gut iets Klammer zu, Minuten ruhen lassen, laen wird es noch saftiger. Die Chilikerne mit dünsten, wenn es schärfer soll. Die Avocados nur leicht zerdrücken, ihre Struktur wird dann viel essanter als bei einem glatten Püree. 18 funktioniert genauso gut mit einem dünnen Schweinesteak. Es braucht garen ein bisschen länger als Saumfleisch, also sollte die Temperatur schon niedriger sein. Wenn Sie eine glatte, scharfe Creme zu Ihrem Sieben- oder Schweinefleisch wollen, pürieren Sie Avocados, Chilis und Fleisch einer Küchenmaschine.